Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Rahmen der Expo Lingua und der Online-Konferenz zu unserem Webinar. Mein Name ist Anne-Kathrin Schiffer. Ich bin Programmmanagerin im Karl-Schünemann-Verlag im Bereich der Sprachzeitung und entwickle dort didaktisches Zusatzmaterial rund um die Sprachzeitung. Und an meiner Seite ist Herr Dr. Mario Österreicher. Ja, auch einen wunderschönen guten Nachmittag von meiner Seite aus. Mein Name ist Mario Österreicher. Ich bin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg am Sprachenzentrum als Abteilungsleiter tätig, zuständig für den kompletten Universitätsstandort Nürnberg. Und vielleicht haben mich die eine oder der andere von Ihnen auch schon mal auf der Expo Lingua in Live gesehen. Ich bin der Bundesvorsitzende des Verbands Englisch und Mehrsprachigkeit und Co-Sprecher im Gesamtverband Moderne Fremdsprachen. Ja, und ich freue mich, dass ich heute mit Frau Schiffer hier bei Ihnen sein darf, auch wenn es zur Präsenz nicht gereicht hat. Ich sage mal zu meinen Studierenden, naja, vielleicht ist ÖSI on Demand auch besser. Also von daher, ich freue mich, dass wir Ihnen ein bisschen was vielleicht näher bringen können und das eine oder andere, was Ihnen dann die tägliche Unterrichtsarbeit auch erleichtert. Genau, jetzt habe ich noch ganz kurz eine Bitte an alle. Wir sehen und hören Sie nicht. Wir wissen aber, also ich sehe unten in der Leiste, dass 29 Leute teilnehmen an diesem Webinar. Wenn Sie uns vielleicht irgendwie über den Chat kurz signalisieren könnten, dass Sie uns sehen und hören oder einfach so mal ein kurzes Hallo schreiben, dann wissen wir, dass Sie irgendwie da sind und wir, ja genau, vielen herzlichen Dank. Also das ist gut. Dann wissen Sie, dass wir mit irgendjemandem sprechen oder zu irgendjemandem sprechen und nicht ins Off. Ja, wunderbar. Hallo. Das ist ganz toll. Vielen herzlichen Dank. Also, ich darf ganz kurz noch eine Teilnehmerin, ein Teilnehmer hat sich gerade beschwert. Er kam irgendwie oder sie kam ein bisschen später mit in die Veranstaltung rein. Ich kann Sie beruhigen. Sie haben nichts Wesentliches verpasst. Genau, wir waren beim Intro. Genau. Frau Schiffer und meine Wenigkeit haben uns nur kurz vorgestellt und von daher, also. Das Live-Geschehen, das Essentielle erwartet sie jetzt. Und ich denke, da sind wir jetzt so weit, dass alle da sind. Und ich stelle Genau. fest, wir sind relativ breit verteilt, wenn ich Das mir den ist Chat so toll, ja. anschaue. Also Berlin, München, Heuchelheim, also Bonn war auch, glaube ich, dabei. Also ich glaube, wir sind flächendeckend vertreten. Das ist ganz toll und ganz wunderbar. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir freuen uns sehr. Ja, dann starten wir. Herr Dr. Österreicher, soll ich erstmal meinen Bildschirm vielleicht freigeben, oder? Das wäre, glaube ich, Das wäre jetzt hilfreich. nicht Ich würde versuchen, wenn, verkehrt. liebe So. Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren, wenn Sie eine Frage haben, sind Sie so lieb, schreiben Sie es in Chat. Ich bin quasi nur mehr oder minder wertvolles Begleitschmuckstück zu dieser Veranstaltung. Ich werde ein bisschen den Chat im Auge behalten, wenn Fragen auftauchen, werde ich versuchen, die ein bisschen zu bündeln, sodass wir die normalerweise, wenn es nichts Akutes ist, am Ende des Vortrags oder des Webinars dann behandeln können. Und ich werde versuchen, so ein bisschen so die curriculare, die schulische, die bildungspolitische Perspektive mit in den Vortrag zu bringen. Jetzt, Frau Schiffer, Entschuldigung. Geht, alles gut. Nee, ich glaube, Sie sollten sowieso anfangen. Also das war alles perfekt. Nee, also damit leiten wir auch schon mal ein bisschen über zum Thema dieses Vortrags: politische Bildung im Englischunterricht, Brexit und US-Wahl. Also zwei politische Großereignisse, Großkaliber sozusagen, die uns in diesem Jahr begleiten und wie es aussieht, wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen länger. Oder Herr Dr. Österreicher, was Ja, denken? denke ich auch. Und insbesondere das Thema politische Bildung, also deshalb fand ich das auch so spannend, ist etwas, was uns eigentlich aus der Perspektive der Englischunterrichtenden jetzt mal, wenn keine US-Wahlen sind, plötzlich ein bisschen entfernt vorkommt. Aber wenn wir uns die ganzen Lehrpläne, Bildungspläne der Bundesländer ansehen, muss man feststellen, dass die politische Bildung als Allgemeinziel der unterrichtlichen Tätigkeit gilt. Das heißt, eigentlich sollte jedes Fach dafür Sorge tragen, dass wir unsere Schülerinnen und Schüler auch im Bereich der politischen Bildung so ein bisschen nach vorne bringen, hier Kompetenzen vermitteln. Und ich finde es ganz spannend, dass wir uns mal überlegen, was kann eigentlich ein Englischunterricht
auch für die politische Bildung ganz allgemein unserer Schülerinnen und Schüler tun. Und das jetzt momentan bietet sich natürlich an, ad hoc aufgrund des politischen Systems der USA, ein spannendes Thema momentan und natürlich aufgrund der Brexit-Problematik. Genau, so ist es. Und ich wechsle nämlich einfach mal zu meiner ersten Folie. Also hier zeigen wir Ihnen, oder das möchten wir Ihnen vorstellen, zwei Sonderpublikationen aus unserem Verlag. Einmal ein Heft zum Brexit und ein Themenheft zum amerikanischen politischen System. Fangen wir mal mit dem Brexit an. Also ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber bei dem ganzen Hin und Her und Durcheinander steige ich langsam nicht mehr durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht Sie auch nicht. Also man kann es auch niemandem übel nehmen und verdenken. Und selbst als politisch interessierter Mensch, sage ich mal, ist es gar nicht so einfach, diesem Geschehen zu folgen. Und das war für uns im Verlag so ein bisschen auch der Stein des Anstoßes, sage ich mal, uns zu überlegen, Mensch, das wird so viel geschrieben darüber, es passiert so viel, dieses Phänomen, Brexit ist eigentlich so vielschichtig auch. Warum packen wir das nicht eigentlich mal in eine Sonderpublikation und zeigen so ein bisschen, worum es da eigentlich geht? Und so ist das oder dieses Heft zum Brexit entstanden. Das Besondere bei diesem Heft ist, dass wir da Texte, Original-Pressetexte haben aus der Washington Post zum Beispiel, aus der New York Times, aus dem Guardian und der Times. Die bewegen sich alle auf dem Sprachniveau B2 bis C2. Wir haben Infografiken und Pressefotos zum Thema noch am Ende des Heftes gesammelt. Zu jedem Text gibt es Vokabelerklärungen und insgesamt sind das 48 Seiten. Ich gehe mal kurz in das Inhaltsverzeichnis, dann können Sie sich das so ein bisschen vorstellen, was wir Ihnen da alles zusammengestellt haben. Also überhaupt auch mal so der Weg zum Brexit. Wie kam es überhaupt zum Brexit? Das ist ja auch ganz was Spannendes, wenn wir uns überlegen, die Schülerinnen und Schüler, mit denen wir jetzt über Brexit reden, mit denen wir die aktuelle Problematik oder das aktuelle Geschehen jetzt vielleicht versuchen zu beleuchten, sagen wir grob, liegen zwischen 16 und 18 Jahren. Das heißt, ein Teil der Schülerinnen und Schüler weiß gar nicht mehr, wie kam es denn eigentlich dazu? Was hat denn eigentlich dazu geführt, dass Großbritannien überhaupt auf die glorreiche Idee kam, aus der Europäischen Union per Volksabstimmung rauszugehen? Ja, also Erfahrung meiner selbst, ich habe das mit den Studierenden, die ich selber betreue, ich bilde selber zukünftige Berufsschullehrkräfte für Englisch aus, haben wir das jetzt erst diese Woche wieder besprochen. Kann man das im Unterricht einsetzen, auch in den berufsbildenden Schulen? Und auch da hat sich mir gezeigt, dass auch ein Teil unserer Studierenden gar nicht mehr richtig auf dem Schirm hat, wo kommt es eigentlich her, dass wir jetzt so nah quasi am Brexit und an einem unkontrollierten Brexit stehen. Genau, und das ist wirklich interessant. Das beginnt ja eigentlich nämlich auch nicht mit David Cameron, sondern sehr viel früher schon. Ja, und das ist einem gar nicht so klar, dass das so ist. Aber also wir vereinen auch da Texte in diesem Heft, die sich mit dem Referendum selbst beschäftigen, mit den ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen, die das hat für Großbritannien, für die EU, für die Menschen, für Engländer, die hier in anderen EU-Ländern leben, für Deutsche oder Polen oder Franzosen, die in England leben, ja, also die ganzen Auswirkungen auf die Menschen, natürlich nicht zu vergessen, der ganze Irland-Nordirland-Konflikt auch, die Unabhängigkeit Schottlands hängt da ja mit dran. Also überhaupt, das hat ja weitreichende Konsequenzen, das ganze Gesundheitssystem und so weiter und so fort. Und da gibt es eben zu diesen ganzen Kategorien, sage ich mal, Texte und also auch ein sehr schöner Text, was sagt eigentlich die Queen dazu? Ja, ist auch mal interessant, das zu erfahren. das ist wirklich eine starke Textauswahl, muss ich sagen. Und ich habe noch so eine Erinnerung, dass die Redakteure, die das betreut haben, dann irgendwann gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir diesen Brexit überhaupt erstmal verstanden und auch so in seiner Komplexität überhaupt erstmal verstanden, was da alles eigentlich dranhängt. Und das ist ja eigentlich auch so, dass wenn der dann mal beschlossen ist und losgeht, sage ich mir, gelebt wird, dann geht es ja auch erst richtig los. Also das ist ja jetzt alles noch so dieses Vorgeplänkel, aber wenn dann der Stichtag ist, dann passiert das ja regelrecht erst. Und dieser Facettenreichtum, das ist auch etwas, was mich sehr fasziniert. Wie gesagt, ich
bin selber in der Ausbildung der Berufsschullehrkräfte ja tätig und auch als Verbandsvorsitzender finde ich sehr wichtig, wenn man sich das mal grob anguckt, was da alles für Themenbereiche abgedeckt werden. Bei Ihnen kann man nämlich diese Thematik Brexit in den unterschiedlichsten Schulformen, auch in den unterschiedlichsten Kontexten schön einsetzen. Das heißt, selbstverständlich, ich habe ein B2, C2 Niveau, also das heißt, die Textausgangsbasis erfordert schon eine gewisse sprachliche Kompetenz. Aber im Endeffekt streckt sich der Einsatzbereich hier auch mit Economic Impact. Das heißt, das ist durchaus auch was für Fachoberschulen, für die Berufsoberschulen, teilweise mit sogar bilingualen Konzepten. Da kann ich das einsetzen. Ich kann es aber genauso gut natürlich in den allgemeinbildenden Schulen verwenden. Also dieser Facettenreichtum auch der curricularen Abdeckung, das finde ich auch sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr positiv an diesem Heft. Ja, finde ich auch. Ich gehe jetzt einfach mal auf die nächste Folie und zeige Ihnen nur mal ganz kurz im Innenteil, wie so ein Text aussehen kann. Also hier beschäftigt der sich mit der Reisefreiheit sozusagen. Also wird man nach dem Brexit noch ungehindert nach Großbritannien reisen können und auch wieder rausreisen können sozusagen. Sie sehen hier, der Text ist zweispaltig abgedruckt, er ist in Abschnitte eingeteilt. Unter dem Text sehen Sie hier die Vokabelerläuterung. Ja, also das heißt, also Sie brauchen eigentlich jetzt nicht großartig ein Wörterbuch oder müssen nicht, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Smartphone, wenn das überhaupt erlaubt ist an Schulen oder sonst wo nachgucken. Also wir liefern Ihnen praktisch die Vokabelerklärung mit zum Text. Ja, also das ist wirklich ein ganz toller Service. Der Text ist zweispaltig abgedruckt. Man kann also links und rechts sich noch Notizen machen, wenn man das möchte. Und ja, so sieht so eine Textseite aus. Ich gehe einmal weiter. Im Anhang, also wir haben Supplements, Infografiken und Pressefotos. Das ist was ganz Tolles, finde ich, weil wir Ihnen da wirklich eine Handvoll mit ganz viel wertvollem grafischen Material zur Verfügung gestellt haben. Also hier, wie Sie auf der linken Seite sehen, sogenannte Visuals, also Infografiken, Diagramme, Statistiken, alles zum Thema Brexit. Sowas kriegt man gar nicht so ohne weiteres zusammen. Also wenn man das alles sich selber zusammensuchen möchte, dauert das, glaube ich, sehr, sehr lang, oder Herr Dr. Österreicher? Also Sie Das ist, wissen, Sie kennen das, glaube ich, ne? es ist ein massiver Zeitaufwand. Ja. Dann haben Sie wieder das Problem, ist es wirklich 100% passend zu dem, was Sie im Vorfeld gemacht haben? Wie ist es denn vom sprachlichen Niveau? Und sprachliches Niveau ist auch etwas, was mir da auch bei den Infografiken wieder aufgefallen ist. Das heißt, ich kann den Brexit jetzt nicht nur thematisch schön einbinden, sondern ich kann ihn auch von der lexikalischen Kompetenz her, von der textuellen Kompetenz her entsprechend nutzen. Ich kann hier Describing Trends zum Beispiel sehr schön einführen. Ich kann einen Information Transfer initiieren, also etwas, was in der Oberstufe auch curricular verankert ist. Etwas, was wir allgemein kennen, ist natürlich die Bildbeschreibung. Also das heißt, ich habe multiple Möglichkeiten, die Brexit-Thematik in mein unterrichtliches Handeln entsprechend mit einzufügen, ohne mir jetzt wieder Gedanken machen zu müssen, kriege ich das niveautechnisch denn hin? Ist es so, dass meine Schülerinnen und Schüler das verstehen oder ist es schon wieder zu leicht, weil es von irgendeiner Hobbyseite vielleicht kommt? Also das gibt uns so eine Sicherheit. Es ist sowohl von dem, was an Inhalt gegeben ist, das ist journalistische Arbeit vom Feinsten quasi und auch wie Sie schon erwähnt haben, diese Sichtweise. Es ist jetzt nicht von außen auf die Thematik, sondern das sind Beschreibungen, die aus dem Kulturraum selbst kommen. Das finde ich, wie gesagt, auch sehr, sehr vorteilhaft. Genau. Und zusätzlich zu Infografiken haben wir eben dann auch noch ausgewähltes Fotomaterial, also Pressefotos. Und auch das ist sowas, da kommt man nicht so ohne weiteres ran. Also da braucht man schon Zugriff auf spezielle Datenbanken, damit man überhaupt an so ein Bildmaterial herankommt. Und diese Seite zum Beispiel, die finde ich persönlich sehr wichtig, denn das sind die kontrahierenden Teilnehmer von ein und derselben Großkundgebung in London. Und
das ist, sind natürlich meiner Meinung nach, finde ich, also sehr ausdrucksstarke Bilder eben auch, ja. Und da kann man sicherlich im Unterricht auch nochmal viel machen mit den Schülern, wenn man so ein Material erstmal auf sich wirken lässt und das auch beschreiben lässt. Das gibt sicherlich sehr viel Gesprächsanlass. Ich gehe mal weiter zur nächsten Folie, Herr Dr. Österreicher. Ich glaube, Sie sind im Chat so ein bisschen beschäftigt, ne? Habe ich so das Gefühl? Okay, ich gehe einfach weiter. Ich übernehme die niedrigen Dienste, kümmere mich um den Chat und Sie machen die Verkündigung. Nein, Entschuldigung, Quatsch. Ja, so habe ich mir das vorgestellt. Das ist ja wunderbar. Also, okay, also, genau, jetzt möchte ich hier wieder ernst bleiben und werden. Also, ich zeige Ihnen jetzt mal oder wir machen jetzt gemeinsam einen kleinen Abstecher in eine unserer Sprachzeitungen. Ich hatte Ihnen ja erzählt, wir sind eigentlich ein Zeitungsverlag und das, was ich Ihnen eben gezeigt habe, ist Zusatzmaterial zu den Sprachzeitungen. Ich habe Ihnen hier unsere beiden englischen Sprachzeitungen mitgebracht, nämlich hier einmal die Read On. Das ist unsere Zeitung für Easy English auf dem Niveau A2 bis B1. Sie erscheint einmal im Monat. Sie wird von Muttersprachlern der Redaktion geschrieben. Auch hier, wie Sie hier an dieser Titelseite schon sehen können, wir haben immer hier also Zeitungsartikel, darunter auch einen Vokabelblock, wo die Vokabeln erklärt werden. Manche Artikel haben auch Audiodateien, das heißt, sie sind vertont. Andere Artikel haben Übungsmaterialien mit dabei. Und weil diese Zeitung von den Muttersprachlern unserer Redaktion selbst geschrieben wird, ist sie auch übrigens komplett digital erhältlich. Ja? Also das ist bei einer anderen Zeitung, zu der ich dann am Schluss noch komme, nicht der Fall wegen der Textrechte. Da komme ich aber dann gleich nochmal drauf. Ich Finde habe auch, dass diese Vertonung ein Riesenvorteil ist. Wir haben ja auch immer wieder die Problematik, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen das auch, dass wir dann fürs Hörverstehen wieder eine passende Quelle suchen. Wie oft haben wir schon BBC malträtiert? Das ist Material, das ist entsprechend aufbereitet. Das Transkript haben wir quasi auch, denn das ist der Artikel dazu. Und das ist eine Riesenerleichterung auch für die tägliche Arbeit. Ja, das denke ich nämlich auch. Ich würde Ihnen einfach ganz gerne ganz kurz mal ein bisschen so ein Audio anspielen. Also keine Sorge, ich spiele das jetzt nicht komplett durch, aber dass Sie mal hören, wie sowas klingt. Also jetzt, weil das jetzt ein Text ist, der einen britischen Inhalt hat, ist der Muttersprachler auch Engländer. Support he needed to leave the European Union. But the nation may face new problems. By Siobhan Bruins. Shortly before Christmas, the United Kingdom held a general election. Although polls before the election showed that the Conservative Party would do well, the results shocked many people. The Conservatives won a huge number of votes, while the opposition, the Labour Party, lost the support of many voters. Ja, es war jetzt sehr leise. Ach, Entschuldigung, echt jetzt? Also, weil Ja. ich höre, ich habe das total gut gehört. Ah, Das, das war jetzt aber blöd. Ich weiß nicht, eigentlich hier auf der Folie eingebunden das, ist wirklich mit dem lautesten Anschlag. Das das ist manchmal über Zoom ein bisschen ein Problem. Aber tut mir leid. sagen wir das mal weiterdenken, es ist ja, der Vorteil ist bei Read On, es ist eben nicht nur das Audio mit verfügbar, sondern es gibt ja dann auch noch mehr dazu. Entschuldigung, sorry, Entschuldigung, Entschuldigung. Kein Problem. Genau, es gibt dann zu den jeweiligen Vertonungen, auch zu den Texten, also ich habe sowohl eine Reading als auch Listening Comprehension Möglichkeiten, gibt es entsprechend aufbereitetes Üb oder vorbereitetes Übungsmaterial. Das kann ich Genau. so, wie es ist, eigentlich als Lehrkraft nutzen oder, was ich auch sagen muss, was nicht überall der Fall ist bei allen anderen Angeboten, es gibt diese Übungsmaterial nicht nur eben als PDF, lade es runter und setze es ein, sondern es gibt es auch als Word-Dokument. Das heißt, ich kann das sogar noch bearbeiten und für meine individuellen Zwecke, vielleicht brauche ich es auch nur zur Binnendifferenzierung,
dann noch entsprechend anpassen und adaptieren und letztendlich dann den Schülerinnen und Schülern bereitstellen. Genau. Also so sieht zum Beispiel ein klassisches Worksheet mit Listening Comprehension aus. Man hat eine Pre-Listening Activity, dann ein bisschen Wortschatzvorentlastung und dann also diverse Übungen und dann kommt eben also das eigene Listening Comprehension. Und natürlich gibt es dann auch immer einen ausführlichen Lösungsteil. Also ja. Das Schöne, Entschuldigung, Frau Schiff, wenn ich Sie Ja, unterbreche, aber das kein Problem. Schöne ist dabei auch, diese Übungstypen, die lassen sich hervorragend umsetzen in H5P-Übungen. Weiß nicht, wer von den Kolleginnen und Kollegen schon mit H5P gearbeitet hat. Das ist im Endeffekt so ein Übungstemplate-Standard, der sich jetzt durchgesetzt hat, der für alle Learning-Management-Systeme, also ob sie jetzt MEBIS in Bayern heißen oder Schulcloud in Niedersachsen, Thüringen oder ob es einfach eine Moodle-Plattform ist wie in anderen Bundesländern. Da lässt sich das hervorragend einsetzen und das Schöne ist, wenn ich das in eine H5P-Übung transferiere, dann bekomme ich auch ein individuelles Feedback für jeden einzelnen Schüler, für jede einzelne Schülerin zurück. Und kann damit auch noch viel, viel besser austarieren, wie weit sind denn jetzt eigentlich meine Schülerinnen und Schüler auch im Verständnis? Wie kann man das entsprechend denn dann nutzen und wie kann ich dann weiter fördern? Also das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, jetzt vor allen Dingen in Zeiten dieser Pandemie das Präsenzmaterial für das Distanzlernen nutzbar zu machen. Ja, auf jeden Fall, genau. Nämlich also ein Lockdown außen heißt nicht Lockdown innen, sozusagen. Also es gibt Material und man kann weitermachen, ja, man kann am Ball bleiben, sozusagen. So, jetzt würde ich ganz gerne auf die zweite Sonderpublikation und auf das zweite politische Großereignis in diesem Jahr zu sprechen kommen, beziehungsweise eigentlich eher etwas allgemeiner das einsortieren. Einmal, ja, das ist also sozusagen unsere Themenheftreihe extra, Entschuldigung, zum politischen System in den USA. Auch hier haben wir Originalpressetexte aus bekannten englischsprachigen Zeitungen. Und das Besondere hierbei ist aber, dass wir nach jedem Text Übungseinheiten haben. Und diese Übungseinheiten, die folgen jeweils einem Kompetenzschwerpunkt, also entweder lesen, hören, sprechen oder schreiben. Auch hier ist es wieder so bei den Texten, dass natürlich die Vokabeln am Ende der Artikel erläutert werden. Und das Ganze spielt sich auf dem Sprachniveau B2 bis C2 ab und hat in diesem Fall 116 Seiten. Und ich gehe mal ins Inhaltsverzeichnis. Also hier sehen Sie zum Beispiel, haben wir Text oder Material erstmal so zu den historischen Grundlagen des politischen Systems in den USA, dann Texte zur Gewaltenteilung, Exekutive, Legislative, Judikative. Ganz wichtig, logischerweise das Parteiensystem, es sind ja eigentlich auch nur zwei. Ja, Wahlen und das Wahlsystem überhaupt. Und als zusätzliche Säule wirklich so die Funktion und die Bedeutung der Presse, die nämlich da doch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Im Anhang haben wir weitere Texte, Infografiken und auch Cartoons und es gibt dann wegen der Übungen natürlich auch einen Lösungsteil am Ende. Und wenn wir uns das ansehen, da ist sehr schön dokumentiert, wie im Endeffekt der Englischunterricht sowohl auf der einen Seite diese, wie es in den Abiturstandards genannt wird, diese interkulturelle kommunikative Kompetenz fördern kann. Das heißt, das Wissen um die Andersartigkeit, zum Beispiel des Wahlsystems und überhaupt des Wahlprozederes in den USA gegenüber, jetzt dem Bundesdeutschen. Aber auf der anderen Seite dann auch dazu beitragen kann, zusätzlich über unser eigenes Wahlsystem mal zu reflektieren, zu kontrastieren oder auch am Schluss durchaus mal zu evaluieren, sodass wir hier auch dann fachübergreifend agieren können und auch wieder dem allgemeinen Unterrichtsziel, nämlich der politischen Bildung, entsprechend zuarbeiten. Ja. Im Englischunterricht. Also sehr, sehr, sehr positiv die Implikationen, die sich da aus dieser Publikation ergeben. Ja, ich
zeige Ihnen mal ein Beispiel. Also zum Beispiel sowas hier, was jetzt Herr Dr. Oesterreicher eben schon mal angesprochen hatte. Das ist ein ganz interessantes Thema, Gerrymandering. What is Gerrymandering? Also das Gerrymandering ist zum Beispiel die künstliche Verschiebung von Wahlkreisgrenzen oder die manipulative Verschiebung von Wahlkreisgrenzen, die vor 4 Jahren zum Beispiel dazu geführt hat, dass Donald Trump gegen Hillary Clinton die Wahl gewonnen hat, ja, obwohl sie 3 Millionen Wählerstimmen mehr hatte als er. Und so etwas zum Beispiel, das gibt es bei uns gar nicht. Ja, das kennen wir eigentlich überhaupt nicht. Und das ist aber zum Beispiel in den USA möglich. Also, und das wird hier in diesem Artikel also sehr gut erklärt, wie sowas funktioniert und was da eigentlich gemacht wird und warum der Supreme Court da sozusagen auch zugestimmt hat, mehr oder weniger. Ja, und das ist sowas, das ist für uns völlig unbekannt eigentlich. Und das ist das, was Herr Dr. Oesterreicher eben gerade gesagt hat. Also hier wird, oder überhaupt an den ganzen Publikationen, wird ja die Innensicht der jeweiligen Kulturkreise auch dargestellt. Also es ist nicht so, dass ein deutscher Journalist über die USA und über das Wahlsystem schreibt und dann man praktisch die deutsche Sicht darauf hat. Nein, wir haben die Innensicht aus den USA oder beim Brexit aus Großbritannien. Das bildet natürlich nochmal in einer ganz anderen Weise, als wenn man praktisch immer nur seine Eigenschau sozusagen auf die Dinge hat. Ja, also es ist sehr instruktiv und extrem interessant und spannend eigentlich auch, finde ich. Also man muss auch da hinzufügen, oder man könnte hinzufügen, das ist auch, also Gerrymandering ist durchaus eine Möglichkeit, auch mal Brücke wieder zu schlagen zum Brexit, zur Nordirland-Problematik. Denn man könnte schauen, wo gab es denn das überhaupt schon und könnte dann vielleicht darauf kommen, oh, das war auch einer der Gründe für den Nordirland-Konflikt, weil man damals Wahlkreise so in Nordirland zugeschnitten hat, dass der überwiegende Anteil der katholischen Bevölkerung auf einen Wahlkreis konzentriert wurde, während die protestantischen Wahlkreise aufgeteilt wurden und so quasi weniger protestantische Stimmen trotzdem am Schluss ein höheres Gewicht hatten. Also etwas, was dann auch den Schülerinnen und Schülern wieder zeigt, das ist zwar nichts Neues, das ist was Neues für die USA, aber wo kommt es denn her, wo gab es denn das schon und was sind auch Auswirkungen? Also das ist jetzt hier ein politischer Konflikt ist, aber dass sich das auch noch viel, viel schlimmer auswirken kann, wenn so, nennen wir es mal vorsichtig, manipulativ quasi eingegriffen wird. Also eine ganz wichtige oder eine ganz gute Möglichkeit, auch zur Persönlichkeitsbildung wieder der Schülerinnen und Schüler beizutragen. Ja, genau. Also hier hätten Sie dann, also so sehen dann zum Beispiel ein paar Übungsseiten dazu aus, direkt im Anschluss an den Artikel. Ja, also genau. Und ach, genau, das wollte ich Ihnen oder wollten wir Ihnen auch noch zeigen. Also so, was wir an Cartoon-Material in diesem Heft zum Beispiel auch noch haben. Also ein sehr guter Cartoon, wie wir finden. Sehr anspruchsvoll, also auf den ersten Blick sagt er alles, aber sicherlich, Herr Dr. Oesterreicher, für Schüler jetzt nicht so leicht zu beschreiben und zu interpretieren, oder? Nein, also da zeigt sich aber auch wieder, wie verlässlich eigentlich die Einstufung dieser Publikationen ist auf den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen, denn das ist etwas, was auf dem Niveau C1 eigentlich sich eher befindet. Ich muss, das ist textuell jetzt, also vom Englischen selber her nicht so die große Problematik, das zu verstehen, aber ich muss natürlich über den gesamten, über diese kulturelle Einbettung muss ich irgendwie gewissen Zugang haben. Es ist auch natürlich eine Altersfrage. Das heißt, in der gymnasialen Oberstufe ist das hervorragend aufgehoben. Da kann ich dann schon mal erwarten, dass sich die Schülerinnen und Schüler auch Gedanken in diese Richtung machen. Und es wird ja auch erwartet, curricularer Seite her, dass Schülerinnen und Schüler dann mit Cartoons umgehen können, Cartoons beschreiben, interpretieren können. Und das kann ich da adäquat fördern. Und in den niedrigeren Klassen, in den jüngeren Jahrgängen, da greife ich dann halt eben nicht auf das B2, C2 Material zurück, sondern dann konzentriere ich mich auf die Read-On, weil ich weiß, da habe ich diese
Problemstellung an sich so in der Art und Weise nicht. Dafür habe ich andere Übungs- und Textbeispiele drin, die der Altersgruppe und dem fremdsprachigen Kompetenzstand wieder gerecht werden. Genau. Genau, und eine andere Form, die wir Ihnen da auch noch anbieten in diesem Heft, sind eben solche Infografiken, wie Sie sie auf der rechten Seite sehen, oder Schaubilder kann man auch sagen, also oder sagen wir, nennen wir es vielleicht auch einfach diskontinuierliche Sachtexte. Und das ist ja auch ein sehr wichtiges, auch sehr anspruchsvolles Material, wie man damit umgeht und wie man das versteht, wie man das liest regelrecht, ja, und was man damit macht. Genau, also das wäre das Extraheft The American Political System. Und ich mache jetzt noch den Schwenk zum Schluss auf unsere älteste Sprachzeitung, die wir im Programm haben. Das ist die World and Press. Es gibt sie seit 1951. Sie ist unser Flaggschiff. Sie erscheint zweimal monatlich auf dem Niveau B1 bis C2, wird wegen des Niveaus in der Oberstufe eingesetzt. Wir wissen auch, dass sehr häufig sogar Texte aus der World and Press im Englisch-Abitur drankommen. Das haben wir auch schon oft gehört. Und auch hier natürlich ist es so, dass wir Originalzeitungsartikel zu den aktuellen Themen aus englischsprachigen Zeitungen haben. Auch hier ist es so, wie immer und überall, dass wir die Vokabeln erklären und aufbereitet haben. Einige Artikel haben Übungen und auch Hörverstehen. Genau, und bei jeder zweiten Ausgabe im Monat gibt es sogar noch zu zwei Artikeln in der Zeitung eine Vokabeltrainer-App von unserem Kooperationspartner Phase 6. Ich gehe mal kurz weiter. Also hier sieht man mal so ein Beispiel, ein Textbeispiel mit Übungsmaterialien. Also es geht hier um Black Lives Matter. Das ist der Text mit den Vokabeln. Und dann würde hier das Worksheet with Mediation in diesem Fall sogar anfangen und mit den entsprechenden Aufgaben. Also wir haben dann noch immer ein bisschen so Reading, Comprehension, dann Vokabelarbeit, Post-Reading und dann kommt der Mediationsauftrag und im Anschluss folgt dann ein relativ langer Lösungsteil, den ich jetzt aber, also aus Zeitgründen jetzt hier nicht aufführe, aber Sie können sich das sicherlich vorstellen. Aber man kann auch sagen, wer sich von den Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen mit dem gemeinsamen europäischen Referenzrahmen vertraut gemacht hat, würde jetzt natürlich einwenden, eigentlich ist die Eingruppierung der Mediation in den gemeinsamen europäischen Referenzrahmen jetzt erst grob ein Jahr alt. 2018 wurde das Compendium zum europäischen Referenzrahmen publiziert. Da geht es darum, eben Bereiche dann den Niveaustufen zuzuordnen, die in der ursprüngliche Version zum Jahr der Sprachen 2001 des GRs nicht spezifiziert wurden. Und wenn man sich das ansieht, diese Mediation-Aufgaben, die da bei Ihnen in den Materialien mit drin sind, muss man auch den nicht vorhandenen Hut schon ein bisschen ziehen, denn sie passen von den Deskriptoren her sehr, sehr gut eigentlich zu dem Kompetenzbereich B2 bis C1 des Compendium zum gemeinsamen europäischen Referenzrahmens, nicht in Bezug nehmend dann die Thematik der literarischen Kompetenz, die ein bisschen umstritten ist. Aber wenn wir auf der quasi Sachebene bleiben, haben wir auch hier eine sehr, sehr gute Entsprechung. Das heißt, ich habe Materialien, die kann ich wirklich so eins zu eins im Unterricht einsetzen. Und wie gesagt, ich habe ja alle Möglichkeiten. Es ist die Übersichtsseite, die ich als Abonnent mit dem entsprechenden Premium-Abo bekomme, lässt es sehr gut zu, die Materialien zu wählen, auszuwählen, was gebe ich meinen Schülerinnen und Schülern, die MP3-Datei entsprechend runterzuladen, auf das jeweilige LMS hochzuladen, die Aufgaben so zu nutzen oder, wie gesagt, aufgrund der Word-Dokument-Vorlage noch ein bisschen zu modifizieren. Also ist ein sehr, sehr gutes Angebot, sodass ich die Kolleginnen und Kollegen aus Thüringen wissen, ein Lied davon zu singen, weil da ist ja die Unterrichtsbelastung noch ein bisschen höher als in anderen Bundesländern. Also dass ich da auch wirklich eine Unterstützung habe und das Material so mehr oder minder ready-made gleich in den Unterricht einsetzen kann.
Genau, also das ist auch so ein bisschen das, was wir, das komme ich gleich nochmal zurück, was wir tun. Also wir nehmen ihnen die Arbeit ab, beziehungsweise wir tun alles dafür, dass das der Fall ist. So vollständig wird das natürlich nicht klappen, aber wir bemühen uns im Vorfeld, ihnen da wirklich Hilfestellung zu leisten. Einfach wirklich mit aktuellen Texten aus und Themen aus Politik, Wirtschaft, Umwelt, Kunst, Kultur und Sport, dann das passende Übungsmaterial für Ihren Unterricht dazu. Sicherlich haben Sie da irgendwie Material vielleicht für Vertretungsstunden, auch Vorlagen für Hausaufgaben oder Muster auch für Klassenarbeiten und Tests. Also eigentlich ist es ein ganz tolles Angebot, finden wir, was wir Ihnen machen, und ich hoffe, dass Sie davon auch ein bisschen überzeugt sind und davon letzten Endes auch profitieren möchten und können. Auch wenn wir, wie gesagt, ich weiß, Frau Schiffer, Sie haben, glaube ich, sogar die Ansicht, die ich als Lehrkraft hätte, wenn ich das auf der Seite genau hier aufrufe. Das ist aber das, genau, das ist ein Screenshot, deswegen ist es nicht so ganz so scharf, aber ich glaube, das macht nichts. Man kann sich das in etwa vorstellen. Herr Dr. Österreicher, das ist ja Ihr Account. Vielleicht erklären Sie kurz ein bisschen, Also das was man heißt, sieht. in dieser Tabellendarstellung haben Sie ganz links die jeweilige Zeitschrift, die jeweilige Zeitung, Zeitung, ja, genau. auf die ich jetzt zugegriffen habe. Das heißt hier in dem Fall Read On. Ich habe rechts daneben die Spalte für die Jahreszahl und daneben die monatliche Ausgabennummer und kann dann gucken, okay, zu welcher Thematik habe ich denn Materialien? Das wird zwar in der entsprechenden Zeitung auch angezeigt, aber ich habe es hier nochmal zur Sicherheit dargestellt. Ist es ein Audio, sind es nur ist Reading Comprehension, das heißt, habe ich nur textuelles Material, kann das dann entsprechend auswählen und Sie sehen es schon an dieser Kennzeichnung der unterschiedlichen Dateisymbole, dass es immer einen Wechsel gibt bei einer Thematik, sowohl für fürs als PDF verfügbar, als auch eben als Word-Dokument. Und dort, wo das Audio vorhanden ist, kann ich auch die MP3-Datei mir dann entsprechend runterladen und kann das dann verwenden, um, wie gesagt, es den Schülerinnen und Schülern 1:1 auf meiner Lernplattform verfügbar zu machen, beziehungsweise auch durchaus, so es noch geht, momentan im Klassenraum einzusetzen. Oder aber ich kann das Word-Dokument verändern oder aus dem Word-Dokument heraus, wie eben schon erwähnt, das Ganze in eine H5P-Übung umkopieren, die ich dann auf meiner Lernplattform zur Verfügung stelle, um eben individuelles oder noch individuelleres Feedback zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern zu erhalten. Also eine sehr vom Prozess her sehr einfache Möglichkeit und ich kann multiple das Ganze nutzen und damit auch vielleicht sogar von der Binnendifferenzierung hin, was ja immer wieder bildungspolitisch so gewünscht wird, ist halt nur bei 30 Schülerinnen und Schülern und den 5 Klassen, die man da so zu bespaßen hat, ein bisschen schwierig, wenn man die Binnendifferenzierung bis zur Individualisierung treiben soll. Aber hier wäre mal ein Ansatz, wo ich wenigstens, wenn ich merke, es würde der einzelnen Schülerin und dem Schüler ganz gut tun, sehr schnell Material zur Verfügung stellen kann. Genau. Herr Dr. Österreicher, Sie haben den Chat im Blick. Ich habe den Chat im Blick, ja. Also wir haben noch ein paar Minuten. Soll ich irgendeine Folie noch zeigen oder was sind so die Kommentare und Rückfragen im Chat? Worauf sollten wir noch mal eingehen vielleicht? Von den Fragen her, ein Lob von einer Teilnehmerin, dass es tolle Materialien sind, aber die Frage nach den Grundschulen, das heißt also, ich gehe davon aus, es sind Berliner Grundschulen, weil es geht um Jahrgangsstufe 5 und 6, also aus der Primarstufe quasi raus schon, aber dezidiert Materialien gibt es dafür nicht, aber, jetzt kommt das große Aber, im zweiten Lernjahr lassen sich schon die eine oder das andere Material von Read On einsetzen. Ja, genau. Da muss man ein bisschen gucken, wie es curricular aussieht. Unter Umständen müsste man vielleicht die ein oder andere grammatikalische Form im Text noch ein bisschen vorentlasten. Aber das ist eine Möglichkeit, aber dezidiert für jetzt diesen Anfängerbereich per se
gibt's erstmal nichts. Für Deutschlernende, Frau Schiffer, das ist auch eine Frage. Gibt es Material Für die, generell für richtig. Deutschlernende? Da Ja, gibt es was? genau. Wir haben natürlich auch eine deutsche Sprachzeitung für Deutsch als Fremdsprache. Das ist die Presse und Sprache. Vielleicht gucken Sie einfach mal. Da habe ich jetzt, kann ich Ihnen jetzt nichts zeigen, aber ich zeige Ihnen jetzt mal einfach hier einfach mal so unsere Kontaktdaten. Wenn Sie auf unsere Homepage www.sprachzeitungen.de gehen, dann finden Sie alle Zeitungen zum Angucken. Dort stöbern Sie vielleicht einfach da mal ein bisschen. Presse und Sprache heißt die Zeitung für DAF. Wobei man sagen muss, das sind dann der Teilnehmer wollte dann auch wissen, ob es zu diesem Thema dezidiert was für Deutschlernende gibt. Das eher glaube ich nicht. Also Also zu Brexit und Brexit. den US-Wahlen. Also da kommt immer wieder was in der Presse und Sprache vor. Ja, doch schon auch. Also, aber ja, also durchaus auch, aber jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig häufig, sage ich mal. Und nicht als solch dezidiertes Genau, Material. nein, nein. Also in der Art und Weise sehen die nächste Nachfrage des Kollegen, ob es solche Materialien nur jetzt bei den Sprachzeitungen gibt oder auch bei anderen Zeitungen. Im Bereich Deutsch lernen. Mit einer lexikalischen Erklärung dazu, wie Sie es hier gesehen haben, das gibt es nur bei den Sprachzeitungen, das gibt es nicht bei den klassischen Tageszeitungen, weder regional noch überregional. Genau, und da, aber da kann man auch sagen, bei der Presse und Sprache, genau da ist dasselbe Prinzip wie bei diesen englischen und wie bei allen unseren Sprachzeitungen. Auch da haben wir Original-Zeitungsartikel, zum Beispiel aus der FAZ, aus der SZ, aus der Hannoverschen Allgemeinen, aus der Zeit und so weiter. Also aus deutschsprachigen Tageszeitungen, die wir dann auch wieder jeweils für Lerner mit Vokabeln aufbereiten. Also auch unter diesen Artikeln stehen dann praktisch Vokabelerläuterungen. Gerne. Ja, die andere Frage war die Preisfrage. Die Preisfrage, ja, Moment, natürlich, die haben wir Preise hier. Also jetzt mal für Read-On und World and Press. Genau, das sind unsere Abonnements. Also wir verkaufen die Zeitung in der Regel im Abonnement. Dazu muss man sagen, das sind Jahrespreise, es sind keine monatlichen Preise. Ja? Also Jahrespreise, die Read-On kostet im Jahr das einfache Print-Abo, wenn Sie nur die Zeitung haben, 24 Euro, die World and Press 49,20 €. Und wenn Sie das Premium-Abo das abschließen, das heißt, da sind alle Übungsmaterialien und die Audiodateien mit dabei, kostet das dann eben entsprechend mehr. Genau. Da gibt es bestimmt noch eine Frage. Eine kleine Ergänzung von mir dazu. Wenn wir jetzt von der Read-On oder überhaupt von den Zeitungen sprechen, gibt es diese ja an sich quasi nur in der analogen Form. Das heißt, es gibt sie nur in Papierform. Das ist jetzt quasi in Zeiten der Pandemie ein bisschen vielleicht unglücklich. Andererseits muss man aber auch sagen, wenn wir uns nochmal zurückkommen auf die Abiturstandards aus dem Jahr 2012, dort haben wir die Text- und Medienkompetenz als eine der zentralen Kompetenzen, die es gilt auszubauen. Und wenn wir das uns ansehen, geht es genau um diese Text-Medienkompetenz. Es gibt, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie mal gucken, auch im deutschen Bereich, wenn Sie irgendwelche Wochenmagazine online lesen, werden Sie feststellen, selbst wenn die identischen Themen drin sind, ist der Aufbau ein ganz anderer. Wenn Sie Publikationen am Bildschirm lesen, dann stellen Sie fest, die Syntax ist ein bisschen einfacher gehalten, die Satzlänge ist dementsprechend auch kürzer und diese Kompetenz mitzuvermitteln. Das heißt, auch im Englischunterricht zu sagen, so, und das ist jetzt ein Zeitungstext, der ist analog quasi publiziert und verfügt deshalb über die und die Merkmale, die ihr jetzt in einem Online-Text nicht hättet. Das ist auch etwas, was der Vermittlung wert ist und weshalb auch ich der Meinung bin, dass es jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist,
wenn ich diese Publikation quasi nur in der analogen Form bekomme. Ja, und wie ich vorhin schon sagte, die Read-On, die gibt es ja digital. Warum es die anderen Zeitungen, also auch für Französisch und Spanisch, nicht digital gibt, liegt einfach an den Urheberrechten. Also die Textrechte von den, oder die Rechte, die wir von den Zeitungsverlagen haben, umfassen nicht die digitalen Rechte. Deswegen gibt es diese Zeitung nur in Papierform, nur in Printversion. Genau. Ja, ich schaue auf die Uhr. Es ist 16.46 Uhr. Gibt es noch? Momentan aus dem Chat, also dass eine Kollegin daran interessiert ist, worüber ich promoviert habe. Das kann ich gerne sagen. Also darum bin ich auch immer so angetan, wenn ich solche Materialien sehe und mir überlege, wie kann ich das digital nutzen oder beziehungsweise wie kann ich es weiterverwerten. Ich habe Mitte der 90er Jahre zum computergestützten Englischerwerb promoviert und das war eine Zeit, da kamen die Informatik, also einige der älteren Kolleginnen und Kollegen werden sich da noch dran erinnern. Da war es ja so, da haben ITler etwas auf die Beine gestellt, kamen dann zu uns und haben gesagt, guck mal, das habe ich. Wenn wir dann gesagt haben, ja, ganz ehrlich, so aus der didaktischen, methodischen Sicht ist das etwas, was ich noch nie für den Unterricht gebraucht habe, dann hieß es, ja, aber das hast du jetzt, das setzt jetzt bitte ein. Also da war die IT nicht für die Vermittlung da, sondern die Vermittlung für die IT. Und das finde ich ganz spannend. Wie gesagt, seit 25 Jahren grob arbeite ich jetzt auf diesem Gebiet und stelle schon fest, dass wir auf der einen Seite Fortschritte gemacht haben. Also auch im Bereich des mobilen Lernens hat sich das eine oder andere getan, wo wir auch sagen muss, jawohl, jetzt hat mal die IT für uns, für die Vermittlung gearbeitet. Andererseits muss man da auch immer wieder feststellen, ja, einiges ist leider gleich geblieben. Der PC ist halt jetzt kleiner, feiner, handlicher geworden, aber einige der Grundproblematiken wurden bis heute nicht gelöst. Und deshalb, wie gesagt, bin ich immer ganz glücklich, wenn ich Materialien finde, wo ich mir denke, jawohl, da kann ich auf einfache Art und Weise einen Mehrwert rausziehen und da bietet mir auch das digitale Medium wirklich einen Zusatznutzen und kann das für meine tägliche Arbeit entsprechend gut aufbereiten. So. Genau, ich stoppe jetzt einfach mal diese Bildschirmpräsentation, oder? Gibt es noch irgendwie Bedarf nach einer Folie? Ich glaube, die Kolleginnen und Kollegen sind soweit, wenn nicht wunschlos glücklich, aber es sind keine weiteren Fragen mehr da an uns. Na, das ist ja auch was. Ja, genau. Dann kann ich, also von meiner Seite, ich kann nur quasi die Kolleginnen und Kollegen einladen, das auszutesten und kann herzlich danken für die Aufmerksamkeit jetzt auf das, was ich noch dazugetragen habe. Die Artikel. Artikel können wir speichern, um sie später zu lesen. Also wenn Sie das Abo haben, dann haben Sie die ja, dann ja. Haben Sie die, weil Sie sie praktisch mit dem Abo gekauft haben. Und dann haben Sie die Dateien. Als Word und als PDF-Datei sozusagen. Und Schlusswort, ja, genau, wir sind über die Zeit sozusagen. Ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie am Freitagnachmittag teilgenommen haben, dass Sie uns zugehört haben, mit uns ein bisschen auf die Reise gegangen sind, durch die Sprachzeitung und durch unsere neuen Publikationen. Und ja, wir möchten Ihnen einfach mit auf den Weg geben. Bleiben Sie up to date, sorgen Sie dafür, dass Sie mitreden können, dann können Ihre Schüler das nämlich auch und dann macht der Unterricht bestimmt noch mehr Spaß. Also alles Gute für Sie. Vielen lieben Dank und bleiben Sie gesund. Ja, alles Gute für Sie. Tschüss.